hier. Hallo am Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe ja jedes Mal immer nur der Tieflader, alles gut. Ich habe auf die 716 die Planierraupe geladen. Und die, du fährst da rum und hast die Baggertür offen, Kollege. Bringe ich heute Morgen runter nach Bingen. Getankt habe ich ja gestern, das passt alles. Danach weiß ich nicht, eventuell in Dudenhofen schon den Radbagger holen. Eventuell. Vielleicht kommt auch wieder was ganz anderes. Wir werden sehen. Ah, jetzt fahre ich erstmal runter Bingen. Lade dort ab. Und dann schauen wir mal weiter. Land, ich dachte, der steht weiter vorne. So, also. Da könnte auch erst mal 15 km/h losgehen, der Pieper hier.
runter nach Mannheim in Spinelli. Steht ein 39, ein Liebherr 39, Kettenbacke. Und den soll ich laden für nach Hause. Das haben wir runter nach Mannheim. Ja. Anstrengend ist es. Also der Bagger geht nicht nach Hause, der Bagger geht nach, könnt ihr euch noch erinnern, der Acker, der dort war, der dort, wo wir da aufgefüllt haben, wo ich im strömenden Regen damals noch mit dem Rampe tieflade, den
stehen, was für ein Bagger war es. Ich glaube, es könnte auch hier 39 gewesen sein. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, da auf der Acker fahre ich jetzt wieder. Machen und anmachen. Normal müsste ich, wenn ich von dieser Seite komme, müsste es normal reichen für rum, dass ich hochkomme. So, vorne nach der nächsten Verkehrsinsel. Geht es dann links ab? Ach ne, nach der Kurve, oder? Vorne, wo der LKW gerade fährt. Da fahre ich dann hoch jetzt.
Leitung hängt, aber die leckt mich am Arsch. Entschuldigung. Da hat, glaube ich, nicht viel gefehlt. So, fahre ich dann hier hoch und irgendwo da oben. Ich werde nochmal telefonieren kurz, soweit nochmal fragen, ob ich Baguette dahin soll, wo wir aufgefüllt haben auf den Acker. Gucken, dass hier keiner runterkommt. Sein einmal. Weiß nicht, ob ich drauf fahren soll oder nicht. Wollte mal kurz telefonieren, weil hier sieht es nicht so aus, als ob da was weggebaggert werden muss. Mal dann hier hin auf die Seite. Was kommt. Da rufe ich jetzt mal kurz an. Hey. Da rufe ich jetzt mal kurz an und frag mal Augenblick. Da ist er daheim. Daheim. Oh. Ach, muss man das kurz mal angucken, Augenblick, ob ich da weit drin bin. Gar nicht, ne? Gar nicht. Ist ja abgesackt irgendwie. Aber ich bleib so stehen. Da komme ich ja noch raus, ne? Da lasse ich auch hier vorne stehen einfach. Reinfahren. Bleib so. Geh abhängen. Ja.
Freitagmorgen. Speicherkarte getauscht, die war voll. Ich habe mein Fiat-Set dran hängen. Morgen zweimal Liebe. Einmal in Nofelden. Der wird geladen, geht nur ein paar hundert Meter weiter. Warum bin ich so weit weg? Keine Ahnung. Dann fahre ich weiter nach Telai oder Tolai, ich weiß es nicht genau, muss ich jetzt nachlesen. Und da steht auch ein Bagger von der Liebherr 936. Und der geht zurück nach Landstuhl. Danach, wenn ich Landstuhl leer habe, ich denke, es wird nur um die Mittagszeit sein, dann werde ich fahr mal raus nach Mannheim. Werde ich den KMC laden. Allerdings wahrscheinlich für Montag. Ich glaube nicht, dass wir das heute machen. Dass wir den heute noch hochfahren. Bis Montag passt mir eigentlich auch nicht. Das Liebste wäre ich Montagmorgen erst rausgefahren laden. Und dann kommst du irgendwann in Pirmasens gegen 10 Uhr an. Und so stehst du halt morgens wieder mittendrin statt nur dabei quasi. Stehen. Da vorne, genau. Da geht es jetzt rechts hoch in den Steinbruch. Ja, und ich muss irgendwo da oben, wo man im Wald das Weiße Haus sieht, da irgendwo muss ich hin. Und da geht eine Straße rüber, aber ich weiß halt nicht, ob ich da rüber komme. Muss ich hier vorne, irgendwo muss ich jetzt hart rechts rum und muss dann hier den Berg irgendwie hoch. Nicht quälen. Das noch weit. Hier, so, hier ist Centerparks. Genau, hier muss ich rechts hoch. Hier. Alter. Alter. Hier hoch, oder? Keine Wendemöglichkeit.
deshalb dieses für mich eigentlich, ja, wenn schon eine Handynummer draufsteht und dann, dass ich jemanden anrufen kann, wäre es halt auch schon sinnvoll, zumal ich es ja auch machen soll, dass der Kollege dann dran geht. Aber so, ich wäre dann hier hochgekommen, wenn ich den ersten Weg gefahren wäre. Dann wäre ich wahrscheinlich auch rumgekommen, ne? Wahrscheinlich genauso viele Schwierigkeiten wie so, da ist ein Lagerplatz. Steht da ein Bagger. Da steht ein Radlader. Ist einfach geil, wenn keine Sau dran geht. Vorstelle, dass es da unten rausgeht. Wieder noch mal anzurufen, wenn keiner dran geht, aber also da unten rausfahren definitiv nicht. Sollen sie die Bagger hier hochschaffen. Erfolgreich niemanden erreicht. Ich werde jetzt einfach mal bleib mal stehen und latsch mal da runter. Sieht so aus, als wären hier LKW gefahren. Ja, weil die Kante links ist ein bisschen weggefahren. Mal gucken. Bleib jetzt mal stehen hier und latsch mal runter. Was soll ich machen? Wo sind die Kontaktstelle? Entschuldigung, also Bagger steht da unten. Ich werde wohl rückwärts runterfahren müssen. Weiß nicht, ob mir der Platz reicht, wenn ich hier oben abhänge. Ob ich hier oben abhängen kann, dass ich dann noch auf dem Schotter stehe. Das weiß ich halt nicht. Fahre ich jetzt mal kurz ein Stück zurück. Aber da ist dann halt auch hier außen zu, ne? Ich musste so ranfahren. Ah, daneben stehen Container, die sehe ich halt auch nicht. Das reicht nicht, dass ich jetzt abhängen kann hier. Rückwärts den Weg runterfahren müssen.
Verloren. Wird natürlich hier auch keiner entgegenkommen. Ne? Vorne ist schon der Steinbruch. Beziehungsweise gleich die Waage. Hier jetzt auf der linken Seite, oder? Oder täusche ich mich? Ne, das müsste hier sein. Müsste hier sein. Ja. Betreten des Betriebsgeländes verboten. Ne, ich bin falsch. Ich schließe, dass ich Rückwärtsgang drin habe. Ich muss geradeaus weiter. Ah.
geradeaus weiter. Oder? Entschuldigung. Komm ich da unten auf die Straße? Moin. Komm ich da unten auf die Straße? Oder muss ich auch so rumfahren? Nee, ich kann da durch. Wunderbar, danke. Tschüss. Ja, ich war gerade eben hier. Okay. Ja. Ich bin auch noch Mensch. Ja, ich wusste es nicht mehr. Weil jetzt hier stand noch das Schild betreten, Betriebsgelände verboten. Ja. Alles gut. Fahren, siehst du? Ich habe gedacht, ich muss noch weiterfahren. Ah ja. Mach ich ja. So. 200 Meter weiter, sagen die, aber das ist ja. Mehr als 200 Meter. Passt jetzt, passt. Wie gesagt, da vorne muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ob ich wirklich reinfahre oder ob ich draußen stehen bleibe. Eigentlich müsste ich vorwärts reinfahren. Aber dann muss ich rückwärts wieder auf die Bundesstraße raus. Und ich weiß nicht, ob die Jungs mir hier, die Monteure, die dabei sind, ob die mir hier helfen. Das ist nicht böse gemeint, aber eben hat schon keiner geholfen beim Zumachen von den rot-weißen Bagel. Deshalb, ich fahre jetzt dahin, ich gucke, ob ich rückwärts reinkomme. Die Straße ist ja breit, ja, dann mache ich mich halt mal, stehe ich halt mal quer drauf auf der Gasse, was soll das? So. Ausfahrt und irgendwo da hinten muss da gleich die Autobahnbrücke kommen. Ich bin ja erst. Stimmt, ich hab's vergessen. Ich bin ja erst 100,
bin ja erst 100 Meter gefahren. Stimmt. Schild, ich nehme an, da wird es gleich sein. Da wird es gleich kommen. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn das hier direkt hinter der Kurve ist, ne? Das ist direkt hinter einer Kurve. Eieieiei. Das hier die Bundesstraße gewesen wäre, auf der ich vorhin abgeladen habe. Gucken, ob ich da an eine Bagger komme, ob ich da näher dran fahren kann. Sein, ne? Ja, ich kann rückwärts neben der Bagger, das ist gut. Das ist gut, da steht sogar so rum, dass ich den laden kann gleich. Alter. Was willst du mir? Baggerschlüssel werde ich eh keinen zurückbekommen. Nicht, dass jemand durch will. Es ist 11 Uhr, die machen um 12 Uhr Schluss, 12 Uhr Feierabend. Also, wenn da hinten jetzt jemand raus will, dann. Hey. Was machst du dann? Hey, da rufst du darum zur Ziege da. Wie eine Frau. Tor hinten dran, das ist zu, okay. Gut, da bleibe ich stehen. Da ist noch ein Level dabei, das ist gut, dann nehme ich auch noch eine mit.
ist denn die?
geboren. Den Weg mehr.
Also der KMC bleibt drauf bis Montag. Mach Schluss für diese Folge. Sorry, ich muss gerade bis auf die Ampel gucken. Hab jetzt zu Hause noch, hab jetzt das ganze Wochenende noch Arbeit. Umzug von Tochter und Freundinnen. Hoch nach Gießen. Ja, es geht heute Abend schon los. Das mache ich jetzt noch. Ja. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein, bis denn.